Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch heute wieder zwei Anrufe mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen beiden Telefonaten. Rein? Ja. Guten Tag, hier ist Markus Hegemann von Golem Gate Global bezüglich Ihrer Meldung. Sie haben sich uns angemeldet, eigentlich zu sein und so. Sie haben sich bei unserem Partner angemeldet und Interesse gezeigt für automatisiertes Handelssystem an der Börse. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, ist hier die Geräuschkulisse wieder absoluter Wahnsinn. In dem Callcenter ist es so unfassbar laut, dass man eigentlich den Mitarbeiter am Telefon kaum noch irgendwie versteht. Ich weiß nicht, wie viele Leute da wohl am Telefon sitzen werden, damit solche Geräuschkulisse überhaupt entstehen kann in diesem extremen Ausmaß. Ich habe keine Ahnung. Wo habe ich mich jetzt angemeldet? Auf Ihrer Webseite oder bei einem Partner? Da haben Sie sich gerade selber widersprochen. Bei unserem Partner APE, aber wir sind doch die Brokerfirma CFD Brokerage aus Großbritannien, heißen wir uns, also Golden Gate Global. Also unser Partner hat die Werbung gemacht und ich habe drauf diese Werbung geklickt. Und also dann, sie waren zu unserer Plattform weitergeleitet, Golden Gate Global, weil wir helfen also ihnen, am Finanzmarkt einzusteigen. Ah, und wie heißt der Partner? APE. APE. Ja, da konnte es sein, dass ich habe eine Werbung, Bitcoin-Handel. Automatisiertes Handelssystem, vielleicht haben Sie es dann gesehen und ja, darauf geklickt haben Sie. Also bei einem Partner namens API habe ich mich nicht angemeldet. API ist eine Computerschnittstelle. Nein, es kann nicht einfach so sein. Naja doch, das also, Wort API bedeutet das Computerschnittstelle. Okay, kein Problem. Dann also, ich rufe jetzt Sie an. Da, weil Sie haben sich registriert, angemeldet und eine Anmeldung und Anfrage hintergelassen. Ich bin Ihr Handelskontomanager und ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren und irgendwelche Fragen, vielleicht haben Sie irgendwelche, also zu beantworten. Ja, was soll ich denn für Fragen haben? Also meine erste Frage wäre vielleicht, warum muss da Musik im Hintergrund dazu laufen? Okay, also Sie haben sich angemeldet, ja? Ich, damit haben Sie nach unserem Anruf aufgefordert. Jetzt rufe ich Sie an, um Ihnen zu erzählen, wer sind wir. Also wir sind eine CFD Brokerage, also die sogenannte Vermögensverwaltungsgesellschaft, die hilft regelmäßige Leute am Finanzmarkt einzusteigen, mit weniger Anlage, als es nötig ist. Aha, mal wieder lauter Scheiße hintereinander gereiht und ja, nichts davon ergibt Sinn. Also erstmal habe ich grundsätzlich nicht diesen Anruf selbst angefordert. Das reden Sie den Kunden vielleicht ein, damit das so aussieht, als hätte man das selbst gewollt und damit man die Kaltakquise damit irgendwie vertuschen kann, aber vom Prinzip her verraten Sie sich damit nur selbst, weil ich glaube nicht, dass irgendjemand so einen Anruf selbst anfordert. Auf gar keinen Fall. Also, ja, zum Beispiel, jetzt gibt es die Möglichkeit, ich möchte nicht der Preis jetzt am Anfang zu sagen, aber okay, ich werde es erklären. Wissen Sie etwas über Finanzmarkt? Haben Sie also, haben Sie irgendwelche Erfahrungen schon gesammelt? Das geht Sie ja erstmal nichts an. Und wie nennen Sie sich? Wie? Golden Gate. Sie haben da gerade irgendwo ein komisches Wort gesagt. Mein Name ist Markus Hegemann. Ja, das glaubt Ihnen doch aber auch keiner. Okay, kein Problem. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich schon gesammelt? Ja, dazu habe ich schon geantwortet. Sie haben es nicht? Ich habe dazu schon geantwortet gerade. Ich habe es nicht gehört, weil Sie sprechen also, ich kann mich zuhören von der Seite, ich kann mich zuhören und ich kann also einfach Sie nicht so gut hören. Ah ja, also er kann mich hören, er kann sich hören, er kann mich nicht so gut hören. Was will er mir jetzt eigentlich ganz genau damit erklären? Dass seine Telefonanlage im Arsch ist? Dass er bessere Headsets haben will? Vielleicht braucht er dafür meine 250 Euro, damit er sich ein vernünftiges Headset irgendwie leisten kann? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ergibt sein komisches Gestammel schon wieder keinen Sinn. Sie sprechen sehr leise. Nö, leise spreche ich nicht. Also, sagen Sie mir bitte nochmal, also haben Sie Erfahrung in diesem Bereich schon gesammelt oder nicht?
Ja, habe ich Ihnen gesagt, das geht Sie nichts an. Also, Sie haben keine. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das geht Sie nichts an. Entschuldigung, darf ich fragen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie das nichts angeht. Machen Sie da mal die Musik aus, weil das ist furchtbar. Einen Moment, bitte. Einen Moment. Hallo, guten Abend, Herr Stein. In Angelo von Golden Gate. Meine Kollegin hat gerade Sie gefragt, ob Sie Erfahrung haben. Ja, und darauf habe ich geantwortet. Okay, er hat leider nicht verstanden. Ja, der scheint nicht besonders intelligent zu sein, hatte ich das Gefühl. Also vielleicht ist die Verbindung, Herr Stein. Nö, die Verbindung ist das nicht. Das liegt an der Intelligenz, denke ich mal. Alles klar. Also, Sie haben diese Registrierung gemacht. Ja. Weiß nicht, ob Sie interessiert sind oder nicht. Ja? Ja, habe ich ja auch schon dazu erklärt, dass ich das nicht gemacht habe. Alles klar. Also, das war ein Fehler oder hat jemand andere Ihre Daten benutzt? Also, Sie haben Ihre Namen, Telefonnummer und E-Mail hier bekommen. Ja, nicht jemand, sondern Sie. Okay. Also, Sie haben wahrscheinlich irgendwo registriert. Nö. Oder? Sie haben mich registriert. Aber wie konnten wir Ihre Daten haben? Ja, habe ich ja gerade erzählt. Sie haben die illegal aufgekauft und, ja. Alles klar. Okay, Herr Stein, dann, ich habe das Gefühl, Sie haben kein Interesse. Ich werde diese Registrierung löschen. Ja, so machen das die Betrüger alle, ganz genau. Super. Ja. Dann schönen Abend wünsche ich Ihnen noch. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Na, das ging ja im ersten Gespräch ja schon wieder ziemlich schnell. Der hat sich auf jeden Fall relativ zügig abwimmeln lassen. Auf jeden Fall, intelligent war das hier auf gar keinen Fall. Schon alleine auch wieder die Ausreden und die, ja, Drumherum-Redungen am Ende des Gesprächs. Naja, aber man kennt es ja nicht anders. Wenn die Betrüger nicht weiter wissen, dann brechen sie halt das Gespräch ganz schnell ab, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, als sie ohnehin schon verloren haben mit dem ganzen Bums, den sie da machen. Machen wir mal weiter mit dem zweiten Telefonat. Hallo? Kuckuck. Hallo, Herr Thaler? Ja? Ja, einen schönen guten Tag. Anne Riemann ist am Apparat, Herr Thaler. Aha, nicht Gabi Winter? Anne Riemann, ja, also vom Digiflex, vom automatischen Handelssystem melde ich mich bei Ihnen. Und wie heißt es, Digiflex? DJ Flex, eine Plattform. Ach, eine DJ-Plattform. Ja, genau, das ist Bitcoin-Software, automatisches Handelssystem, wo Sie registriert sind schon. Ja, passt auf jeden Fall mal zur, ja? Musik im Hintergrund, ja? Nein. Doch. Eine Musik, ja, es ist immer bei uns eigentlich, weil hier spricht, also hier sind wir also viele Mitarbeiter und jeder spricht mit den einzelnen Kunden. Deswegen, dass wir also kein, dass es kein Missverständnis entsteht, mein Gespräch, deswegen ist es eine Musik bei uns, ja? Das ist gelogen, das ist eine dumme Ausrede. Warum bitte? Ja, wenn man das nicht macht, wenn man eine anständige Firma ist, dann hat man keine Musik im Hintergrund an. Doch, natürlich. Nein, erzähl nicht so einen Scheiß. Herr Thaler. Ja. Schauen Sie bitte. Wohin? Ich habe schon gesagt. Aus dem Fenster, ja. Warten Sie, ich guck mal, was draußen so los ist. Herr Thaler, aber denken Sie, also Musik stört es uns zwischen, also Gespräch? Ja, das ist schon nervig, macht man so nicht. Eine seriöse Firma hat keine Musik im Hintergrund an. Herr Thaler, eigentlich solche Arbeit, wo wir sind, das ist doch sehr anstrengende Arbeit eigentlich. Ja, es ist nicht so leicht. Ja, da gibt's keine Ausrede für. Seriöse Firmen haben keine Musik im Hintergrund an. Das gibt's einfach keine Ausrede für, das bleibt dabei. Seriöse Firmen haben keine Musik im Hintergrund. Alle. Oh mein Gott, Herr Thaler, Sie haben eigentlich... Herr Thaler, wenn Sie möchten, ich werde das einfach ausmachen, aber das ist immer so eigentlich, in jeder solche... Na, dann machen Sie mal aus. Wie gesagt, nicht diskutieren, ausmachen. Ja, dem Anschein nach hat sie jetzt hier einfach aufgelegt, aber... Naja, sie ruft gleich direkt noch einmal an. Das heißt,
Weiß ich nicht, ob sie da aufgelegt hat, ob sie einen falschen Knopf gedrückt hat, ob sie mich falsch verstanden hat. Ach, wie so oft, wenn man die Sprache halt einfach nicht kann, bei der man versucht, jemanden irgendwie zu betrügen. Naja, aber auf jeden Fall hat sie dann nochmal angerufen und das Gespräch geht dann hier auch in der Tat nochmal weiter. Talia, hören Sie jetzt besser, ja? Wer ist da bitte? Jetzt ist besser geworden, ja? Wer ist da bitte? Hier spricht Ines Geier, sozusagen Abteilungsleiterin von dieser Fläche, Talia. Und das ist auch schon wieder sehr verwunderlich, denn gerade eben hat mich doch noch eine andere Tante angerufen mit einem anderen Namen und nun ist die komische Frau Geier am Telefon. Tja, sehr merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was das jetzt am Ende werden soll, aber auf jeden Fall hat sich einfach so zwischendrin der Gesprächspartner geändert. Was hier auch besonders auffällig ist, dass sie sich nicht mal vorstellt, also nicht mal im Ansatz. Sie versucht's nicht mal. Ja, erst nach oder auf Nachfrage hin hat sie mir dann ihren Namen verraten. Ich glaube, so arbeitet auf jeden Fall auch kein seriöses Unternehmen. Und was hier auch wieder zu bemerken ist, die Lautstärke im Hintergrund, die ist auch schon wieder unfassbar. Tja, naja, mal schauen, wie lange wir das Spielchen hier noch mit diesem komischen Callcenter treiben können. Wir haben gerade mit meiner Kollegin gesprochen. Es ist sehr wichtig eigentlich, wir wollten für Sie nur sozusagen weiter unterstützen. Verstehen Sie? Nein. Verstehen Sie nicht? Nein. Sie sind aber auf unserer Bewerbungsplattform registriert, wollten Sie Geld zu verdienen, oder? Nee, ich bin auf betrügerischen Plattformen registriert, um die alle bei YouTube vorzuführen, so wie euch jetzt gerade hier. Nein, ich weiß nicht, was passiert genau seit dann. Einfach, sie haben unsere Anruf nicht geantwortet und gerade hat sich dem noch einmal automatisch ausgewählt, ja, ihre Telefonnummer. Aha, also das System hat automatisch mich nochmal ausgewählt, um mich hier nochmal anzurufen. Aber das Gespräch hat damit angefangen, indem sie mir erklärt hat, sie hat mich nochmal zurückgerufen, weil die andere Kollegin mich nicht verstanden hat und sie mich jetzt anrufen wollte, ohne dass sie mir ihren Namen am Anfang verraten hat. Und nun ist es automatisch gewählt gewesen und mal davon abgesehen habe ich ihr doch gerade erzählt, dass ich festgestellt habe, dass sie hier Betrüger ist und ich sie im Grunde genommen hier eigentlich nur vorführen möchte. Genau das ist ja auch letztendlich der Sinn von diesem Kanal. Aber irgendwie hat sie es nicht begriffen, denn sie macht ja in ihrem Text einfach weiter und lässt sich überhaupt nicht davon abbringen. Ich meine, spätestens jetzt hätte sie doch eigentlich merken müssen, dass das hier überhaupt gar keinen Sinn mehr macht, irgendwie weiter zu verfahren und sie verplempert ja nur noch ihre Zeit. Aber, naja, lassen wir mal das Spielchen frei im Lauf. Wenn Sie zum Beispiel Konto nicht aktivieren, dann leider sollen wir das löschen und damit können Sie nicht mehr an der Börse einsteigen. Ich habe nur kurze Frage. Ja, Sitala, aus welchem Grund haben Sie kein Konto aktiviert? Zum Beispiel haben Sie nicht für 2 Wochen Probezeit? Ja, habe ich doch gesagt, weil die Firma scheiße ist. Kennen Sie schon unsere Unternehmen? Ja. Und wo haben Sie Scheiße gesehen? Auf der Webseite. Ja, und genau das entspricht eben auch den Tatsachen. Dieses Unternehmen ist einfach nicht seriös, so wie sie arbeiten. Sie ruft mich einfach an, es interessiert überhaupt gar keinen. Ja, und die macht in ihrem Programm weiter ohne Verluste, ohne Rücksicht auf Verluste oder wie auch immer. Tja. Wahnsinn, aber die Betrüger scheinen ja so ihr Geld zu verdienen. Sagen Sie mir bitte einzige, weil Ihre Meinung sehr wichtig ist für uns, ja? Das glaube ich aber nicht. Du machst mich so zum Klopf. Jetzt sind wir nicht im Kindergarten. Doch, sind wir ja gerade, weil du bist einfach nur eine Betrüger, die Leute abzockt. Ja, sowas hatten wir in der Tat auch noch nicht am Telefon. Sie fragt hier wirklich, oder sie sagt hier tatsächlich, die Meinung des Kunden wäre ihr wichtig. Natürlich, ganz bestimmt. Und deswegen betrügt sie und bescheißt sie die Leute, wo sie nur kann. Und dann sagt sie tatsächlich und versucht seriös zu sein und sagt, die Meinung der Kunden ist ihr ja wichtig. Na, ganz bestimmt. Ich glaube, ihr ist einfach nur die Kohle wichtig. Aber naja, immerhin, so hatten wir das hier tatsächlich auch noch nie am Telefon, dass sich der Betrüger letztendlich höflich irgendwie dann zum Schluss noch verhalten möchte. Das ist eine große Beleidigung für Nein, mich, Italia. Nein, das ist mir egal, ob es für dich... Ihre Daten? Ja. Kriminalpolizei weiter. Ja, mach das, scheiß Betrüger. Mach das. Ja? Mach das, Abzocker-Lady.
Haben Sie überhaupt irgendwie, können Sie normal sprechen? Nee, also ich rede so, wie es für Abzocker eigentlich sich gehört. Und warum sind Sie bei uns registriert, wenn Sie Abzocker sind? Na, habe ich doch schon erzählt, damit ich euch auf YouTube vorführen kann und die Leute sich alle selbst ein Bild machen können. Und das funktioniert wunderbar. Ihr zeigt allen Leuten von ganz alleine, wie ihr drauf seid. Sie haben gar nichts zu tun. Sie sitzen an der Börse oder keine Ahnung hier. Nein, ihr sitzt nicht an der Börse. Ihr sitzt in einem dreckigen Callcenter. Sie werden immer nach zusätzlichen... Ja. Abzocker-Lady. Ja? Mach mal einen Schnabel zu. Ihr sitzt in einem dreckigen Callcenter und verarscht die Leute. Mehr macht ihr nicht. Mutter, ja? Ja. Ihre Mutter. Ich bin nee, aber du bist... So das stimmt. So, auf jeden Fall, ja. Na, und wie es dann so oft ist, ganz zum Ende zeigen die Betrüger dann doch noch ihr wahres Gesicht. Hier hat sie ja dann doch noch die Fassung verloren und mit dem Beleidigen noch zum Schluss angefangen. Also vom Prinzip genau so, wie es jeder andere Betrüger machen würde. Tja, und sie wollte uns hier die ganze Zeit noch vorgaukeln, dass das hier ein seriöses Unternehmen sein soll. Na, ich denke mal, davon lasst ihr wohl lieber die Finger, denn mehr als die Finger verbrennen kann man sich da auf gar keinen Fall. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ansonsten teilt gerne noch die Videos von mir in WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram und was es da noch so alles gibt. Umso mehr Menschen wir erreichen, umso mehr können wir auch eben vor solchen Betrugsmaschen letztendlich beschützen. Ja, und Callcenter-Abzocke gibt's jetzt auch auf Twitter. Wenn du magst, dann schau gern unter CC-Abzocke oder Callcenter-Abzocke auf Twitter vorbei. Klick einfach dazu auf den Link, den du auf der Profilseite von diesem Kanal hier findest. Ja, und wenn du möchtest, dann würde ich mich auch natürlich dort über ein Abo freuen. Hier findest du jetzt noch die Playlist zu vielen weiteren Videos und natürlich auch zum letzten Video. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.